Hallo Boys and Girls, heute ist Dienstag und eine neue Vlog-Woche startet, würde ich mal sagen. Zumindest starte ich heute mal mit der neuen Vlog-Woche. Und ja, was gibt's Neues zu erzählen? Eigentlich nichts Spannendes. Ich war gerade ein bisschen einkaufen mit meinem Mann, ganz normal Lebensmittel einkaufen, muss man ja machen. Bleibt dann jetzt nichts anderes übrig. Dann war ich noch kurz bei Teddy, weil ich noch ein so ein Notizbuch schon wieder gekauft habe. Denn es wurde sich gewünscht, dass ich so ein DIY-Video drehe, wie ich diese Selfmade Paletten gemacht habe und das will ich auf jeden Fall machen. Ich muss nur mal gucken, wo ich die filme, weil ich brauche gutes Licht. Ich habe zwar Softboxen, aber ich weiß halt nicht, ob die nicht zu viel Schatten werfen, wenn ich da mit den Händen am Werk hin bin. Ich muss mal gucken, wo ich das filme, deswegen weiß ich noch nicht, wann ich das filme und wann es online kommt. Aber ich werde es auf jeden Fall machen und hoffe, dass das einigermaßen gut wird. Und dann habe ich mir neue Puschen gekauft. Also, was heißt Puschen? Neue Flipflops. Denn im Sommer laufe ich zu Hause ganz gerne in Flipflops rum, weil ich habe meine Füße gerne im Freien, weil es einfach zu warm ist in allem anderen. Ich zeige euch die mal. Also Vorsicht, ihr seht jetzt Füße. Deswegen, wer Füße nicht mag, nicht hingucken. So schauen die aus. Die sind in so einem, ja, was ist denn das für eine Farbe? So ein Apple Green, also einfach so ein... Mint, ne, Mintgrün ist es nicht. Sagt mir mal, welche Farbe das ist. Auf jeden Fall so ein Blau-Grün, sage ich jetzt mal. Passend übrigens zu meinem Fußnagellack. Und die sind echt bequem. Die haben bei Teddy 3 Euro gekostet und so ein bisschen hier so strukturiert innen drin. Finde ich irgendwie ganz praktisch und ja, scheinen bequem zu sein, aber wir werden sehen, ob sie wirklich bequem sind. Übrigens wundert euch nicht, wenn ich irgendwie öfters dieses Kleidchen hier anhabe. Das ist so eines meiner Lieblingskleidchen für zu Hause rumchillen, weil das super, super bequem ist und einfach nicht mehr gut genug ausschaut, dass ich es draußen anziehe, aber für zu Hause reicht es dicke. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich es öfters anhabe, weil meistens, wenn es frisch gewaschen ist, ziehe ich sofort wieder an im Sommer, weil es einfach super bequem ist. Deswegen nicht wundern, ich wasche es zwischendurch, falls irgendjemand gedacht hat, ich wasche meine Klamotten nicht und ziehe sie wochenlang am Stück an. Nein, so ist es nicht. Ich habe gerade meine Foundation-Pinsel und meinen Concealer-Pinsel gewaschen. Das sind die Pinsel, die ich wirklich am häufigsten wasche, einfach weil ich finde, die gehen auch über Pickel und sowas werden die benutzt. Und ich möchte nicht, dass mein Gesicht voller Pickel ist, weil ich die Bakterien verteile. Deshalb wasche ich die sehr, sehr oft. Und ich habe die diesmal mit diesem Shampoo hier gewaschen, mit dem Alterra Farbschutz-Shampoo. Eigentlich hatte ich das gekauft für mich zum Haarewaschen, aber ich komme mit dem Shampoo überhaupt nicht klar. Es war, glaube ich, auch in meinen Flops des vorigen Monats oder so irgendwie. Auf jeden Fall für mich, für die Haare überhaupt nicht geeignet. Aber zum Pinselwaschen finde ich das richtig gut. Also das hat die Pinsel richtig schön sauber gemacht. Es hat genug geschäumt, dass richtig alles schön rausgewaschen wurde. Die Pinsel fühlen sich ganz, ganz toll an. Man hat da irgendwie keine Überbleibsel. Ich finde, bei manchen Shampoos oder Seifen, wenn man die benutzt, dann fühlen sich diese Pinselhaare so komisch an. Aber mit dem Shampoo, finde ich, hat das super, super gut geklappt. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Also ich glaube nicht, dass man Farbschutz benutzen muss, jetzt bei diesem Alterra Shampoo. Ich glaube, da kann man auch das ganz normale für nehmen. Aber ich glaube, das kaufe ich jetzt öfters für Pinsel reinigen. Hat sehr, sehr gut geklappt und ja, deswegen wollte ich euch das mal schnell mitteilen. Hi Leute, mein Mann und ich fahren jetzt gerade in die Stadt. Wir wollen einmal zu Knutzen, also in Hundefutter, also Hundefutter wollen wir bei Knutzen kaufen und ein paar Leckerchen und so weiter für unsere Wuffis. Dann wollte ich noch zu Douglas und gucken, ob ich meine MAC Lidschattenpöttchen back to macken kann, weil ich habe die ja depottet und manche machen es, manche nicht. Deswegen mal sehen. Ich werde sehen, was die machen. Ich hoffe, die sind nett und geben mir einen Lippenstift. Aber wir werden sehen. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch ein bisschen mit in die Stadt. Ich glaube, das habe ich bisher noch nicht. Deswegen, ja, das mache ich jetzt. Everything is new again, walking with the permagrin, head so high. I'm back with you and all is right. Shaking on the apple tree, ticking off the honeybees, watch them fly. It's just like we never said goodbye. And you're like a worn out shirt that's soiled with dirt, but fits me like a glove. I will not let you let me down. I will not let you let me down. This time, this is my final climb. Time and time and time again, latherings and latherings out and in. My head is dizzy from the spin. Breaking up and breaking down, making up and making out, round and round.
learned to get up from the ground. But this time's different, I can feel it. We are on our way. I will not let you let me down. I will not let you let me down. This time, this is my final climb. My friends all tell me you'll propel me right back in the ditch. I'm altruistic, masochistic. You just scratch my itch. So, wir sind jetzt wieder zu Hause von der Stadt und es hat total angefangen zu gießen. Ist nicht ganz so toll, aber ehrlich gesagt hat das die Luft ein bisschen schöner gemacht, denn im Sophienhof war mir so, so heiß, also in diesem Einkaufszentrum, das heißt Sophienhof. Ich habe gedacht, ich sterbe gleich, deswegen mein Make-up glänzt auch ziemlich doll, aber es geht eigentlich noch. Catrice Olmed Plus macht eigentlich immer einen guten Job. Ich wollte euch mal eben schnell zeigen, was ich gekauft habe. Erstens mal hat das mit Back-to-Mac geklappt, also ich konnte meine depotteten Lidschattenpöttchen umtauschen und habe mir einen Lippenstift ausgesucht, aber ich zeige euch mal, was ich mir noch geholt habe. Ich hoffe, da ist nicht zu dunkel, weil wie gesagt, draußen geht die Welt unter. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall ist es schon ein bisschen dunkler. Und zwar habe ich mir erstmal bei New Yorker dieses Teil hier gekauft, so ein Spitzenjäckchen. Das war von 20 Euro auf 10 Euro runtergesetzt und ich fand das echt total niedlich. Das kann jedes Outfit so ein bisschen aufpimpen, sage ich jetzt mal. Deswegen, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Dann, ich habe mal wieder Bücher gekauft. Ich kann es nicht lassen. Immer wenn ich irgendwie sehe, dass Bücher super reduziert sind, dann kaufe ich da mir immer ein paar, weil ich lese auch gern. Von daher, warum nicht? Und zwar, das ist ein Buch, also die habe ich übrigens beide bei Karstadt gekauft. Einmal hier von Astrid Frank, Schicksalsreiter. Das war von 15 Euro auf 1 Euro reduziert. Also sehr, sehr schön. Freue ich mich auf jeden Fall. Und hier auch Mittelsturm. Das war von 17 Euro auf 1 Euro reduziert von Mike Maurus. Und das ist so ein bisschen Fantasy und ein bisschen Fußball. Also das hat auch was mit Fußball zu tun, laut Klappentext. Und ich bin ja ein riesen Fußballfan und Fantasy ist auch mein Ding. Deswegen dachte ich, finde ich das eigentlich ganz interessant. Und für 1 Euro sogar im Hardcover beides. Also kann man echt nicht meckern. Dann habe ich mir in der Apotheke mein La Roche-Posay Eau Thermale, also Thermal Spring Water, gekauft. Ich habe ja das Aqua Water von Balea mir auch geholt und es ist auch ganz nett, aber irgendwie ist das nicht das gleiche wie dieses Thermalwasser, deswegen, ich mag das so, so gerne und da gab es 20% auf La Roche-Posay Sachen bei dieser Apotheke, deswegen habe ich mir da mal eins mitgenommen. Und wo sind meine Tarts? Ich hatte hier auch irgendwo noch Tarts. Wo habe ich die hin? Da verstecken die sich. 2 Tarts habe ich mir auch gekauft bei Karstadt. Einmal hier Summer Scoop. Das riecht so genial. Wenn ihr mal irgendwo Yankee Candle seht, riecht mal daran. Das riecht wie es auf dem Bild hier auch zu sehen ist, wie so ein leckeres, cremiges Fruchteis. Riecht richtig, richtig, richtig geil. Und das hier Lake Sunset, finde ich, ist so ein richtig frischer Duft, so richtig wie so eine Abendbrise, total, total angenehm. Deswegen die 2 habe ich mitgenommen. Und jetzt kommen wir zu dem Lippenstift. Ich habe das hier nur in so einer Inglot-Tüte, habe ich meine Pöttchen drin gehabt und deswegen ist jetzt hier auch der Lippenstift drin. Sie hat unten das natürlich durchgestrichen, damit das eben nicht nochmal umgetauscht wird, weil es ja schon Back to Mac ist. Was heißt umgetauscht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar habe ich mir Heroin
ausgesucht. Ich wollte den ja schon haben, seitdem ich da ein paar Tutorials von gesehen habe auf YouTube von Amerikanern und so weiter. Und oh, der ist so geil. Moment, komm hoch. Tada! Ist der nicht schön? Das ist so ein richtig krasses Lila. Und ich weiß nicht warum, aber ich stehe total auf lilane Lippenstifte. Auch wenn die manchmal ein bisschen die Zähne ein bisschen gelb machen. Aber ich finde den so, so schön. Und ich freue mich total, dass das funktioniert hat. Dass ich die Pöttchen da back-to-macken konnte. Und mein erster Back-to-Mac-Lippenstift, freue ich mich richtig drüber. Ich muss auch sagen, ich finde die Aktion richtig, richtig toll von MAC, dass sie das machen. Weil das ist ja echt was Tolles, dass man da was zurückbekommt, wenn man guter Kunde ist quasi. Und ja, das ist alles, was ich mir gegönnt habe. Und da war mein Pyjama, das ist uninteressant. Hey Leute, es ist jetzt heute Sonntag schon 20 nach 6 schon. Eigentlich sollte jetzt dieser Vlog schon längst online sein. Aber ich muss sagen, die letzten Tage geht es mir irgendwie gar nicht gut. Ich bin ständig müde und fühle mich irgendwie kränklich. Ich vermute mal, das hat wieder mit meiner Schilddrüse zu tun, dass sich die Werte wieder verschlechtert haben und ich wieder mehr in der Unterfunktion bin. Da muss ich mal wieder zum Blut abnehmen und zum Kotzen. Muss ich mal so sagen, es nervt mich total. Aber so ist das Leben und ich möchte das auch mit euch teilen. Das gehört auch dazu. Ja, ein bisschen nervig alles, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, so ist das halt. Chico, Kisha! Ich würde sagen, die haben irgendwas Interessantes gehört. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar dieses Shampoo hier. Das habe ich vorgestern gekauft oder sowas und ich habe das heute das erste Mal benutzt und ich bin echt erstmal so First Impression mäßig richtig begeistert. Und zwar ist das von Isana Professional, das Shampoo, das Oil Care mit Arganöl und Pflaumenkernöl, was ich richtig gut finde. Das ist ohne Silikone, weil, also ich benutze zwar Silikone in meiner Haarroutine, wenn man das so sagen kann, aber nur in meinen Sprühkuren. In meinen Shampoos möchte ich nicht so gerne Silikone drin haben, weil das einfach dadurch wird der Ansatz sehr, sehr schnell fettig und meine Haare sind dann sehr, sehr platt. Deswegen mag ich nicht so gerne, wenn Silikone in meinem Shampoo sind, aber so in Pflegekuren oder so stört mich das nicht, weil ich die immer nur in die Längen gebe. Jedenfalls, was ich toll finde, dass das auch so ein bisschen gegen fliegende Haare helfen soll und ich habe echt das Gefühl, ich habe nämlich das Problem, dass ich extrem Probleme mit elektrischen Haaren habe. Also wenn ich mir die Haare kämme, dann stehen die immer so ab. Und ja, ich habe das heute das erste Mal benutzt und beim Haare kämmen überhaupt keine Probleme gehabt mit irgendwelchen elektrischen Haaren. Mal sehen, ob das so bleibt, kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten, ob ich das Shampoo empfehlen kann. Erstmal so First Impression mäßig finde ich es wirklich gut. Ich habe nur 1,29 dafür bezahlt, war im Angebot, kostet aber sonst nur 1,49, also auch super günstig. Habe mir dieses hier mitgenommen und noch das für Volumen. Deswegen, ja, beide ohne Silikone und finde ich echt nicht verkehrt. Deswegen werde ich euch da auf dem Laufenden halten, weil viele achten ja auch darauf, dass ihre Haarprodukte ohne Silikone sind. Und das scheint ein ganz gutes Produkt zu sein. Nicht immer nur Balea Rossmann hat auch ein paar gute Sachen. Na gut, Leute, ich hoffe sehr, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann werden meine Videos auch leichter gefunden. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye!